Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute testen wir nicht eine, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern fünf Handkreissägen mit Akku. Und zwar die fünf Handkreissägen der gängigen Hersteller. Ich bin mega gespannt, was da heute bei rauskommt. Und wie immer gibt es heute natürlich auch eine Verlosung. Und zwar verlosen wir heute die Bosch Akku-Handkreissäge. Warum ich die Bosch ausgewählt habe, das werdet ihr nachher im Test sehen. Hat auf jeden Fall einen guten Grund. Erinnert ihr euch noch an das Video, wo ich fünf Tauchsägen verglichen habe? Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke das mal hier oben. Und zwar bei diesem Video war es so, dass ihr unten in den Kommentaren immer wieder reingeschrieben habt, bitte vergleicht doch mal Handkreissägen und vor allem auch Akku-Handkreissägen. Und euer Wunsch ist mir doch Befehl und deswegen haben wir jetzt hier die schönen Sägen hier vor uns und werden die mal vergleichen. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein Test der Superlative, vor allem auch der preislichen Superlative, denn wir haben hier Geräte von 150 Euro im Solo-Bereich bis voll bestückt mit allem drum und dran von 700 Euro. Ich hätte nicht drauf zeigen müssen, ihr wisst genau, dass das hier natürlich das teuerste Gerät ist. Auf jeden Fall haben wir da eine riesen Preisspanne und auch Leistungsspanne und das möchte ich euch zeigen, weil am Ende des Tages, wenn ihr euch für Handkreissägen entscheidet, es ist ein sehr interessantes Thema, weil die Geräte sich doch recht stark unterscheiden und ich möchte schon mal so viel verraten, wir haben hier eine gewisse Zweiklassengesellschaft, aber dazu nachher mehr. Und ich werde nachher noch Folgendes machen, ich werde noch 4 cm dicke Bohlen schneiden, ich werde auch zeigen, wie gut die Absaugung hier funktioniert und sogar 4 mm Alu schneiden. Ja, wie am Anfang gesagt, verlosen wir auch heute wieder Werkzeug und zwar heute die Bosch GKS 18V57. Mega Gerät. Und wenn ihr gewinnen wollt, dann müsst ihr nichts weiter tun, außer unten in die Kommentare einfach eure Erfahrung mit Handkreissägen reinschreiben oder auch eure Fragen mit Handkreissägen. Und schon habt ihr die Chance, diese Säge zu gewinnen. Und wenn ihr wissen wollt, ob ihr gewonnen habt oder nicht und nicht die Seite kennt, wo das Ganze bekannt gegeben wird, schaut mal auch unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen entsprechenden Link. Übrigens möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, jede Woche verlosen wir, wenn ihr immer die Benachrichtigung von YouTube haben wollt, dann aktiviert das kostenlose Abo und die Glocke und ihr habt jede Woche ein Video und könnt mir beim Testen zuschauen. Jetzt möchte ich euch mal das Testfeld hier vorstellen. Und zwar haben wir hier eine Festool HKC 55. Wir haben hier eine Bosch GKS 18V57G, wir haben hier eine Makita DHS 660, hier haben wir Dewalt Schöngelb DCS 391 und von Metabo haben wir die KS 18 LTX 57. Ich brenne ja darauf, euch die Geräte im Detail vorzustellen, aber erst müssen wir uns mit Zahlen, Daten und Fakten beschäftigen. Und hier fangen wir mit dem Thema Preis an. Wie immer findet ihr übrigens unten den ehrlichen Preisvergleich, wo ihr auch genau seht, welche Geräte ich hier vorstelle. Falls ihr bei der Typenbezeichnung euch jetzt nicht ganz sicher seid oder ich sie zu schnell vorgestellt habe. Wie gesagt, deswegen schaut mal ruhig unten in die Infobox, da findet ihr einen ehrlichen Preisvergleich. Und da findet ihr auch verschiedene Setmöglichkeiten. Denn auch wie immer haben wir hier die Möglichkeit, die meisten, die eigentlich alle Geräte hier als Solo-Gerät zu kaufen, also ohne Akku, ohne Lader, nur mit genau dem, wie es hier so steht. Oder natürlich als Komplettset. Schaut mal wieder unten rein, dort findet ihr das alles. Um euch aber mal eine Indikation zu geben, möchte ich hier, oder anders, um euch eine Indikation zu geben, habe ich das hier anders neu sortiert. Nämlich haben wir das Ganze hier nach Preis sortiert. Wir haben hier die rund 150 Euro Klasse bei den beiden Geräten. Wir haben hier die rund 200 Euro Klasse bei den beiden Geräten und wir sind hier so in der 300 Euro Klasse
bei Festool. Wobei ich jetzt sagen muss, das Ganze gibt es auch noch alles als Komplettset, wobei da Festool bei weitem herausragt mit über 700 Euro für das Komplettset. Machen wir also weiter mit dem Thema Zahlen, Daten, Fakten und fangen wir mit dem Thema Sägeblatt-Durchmesser an. Wir haben hier fast überall denselben Durchmesser. Wir haben hier 165 mm bei Makita, wir haben hier 160 mm, hier haben wir wieder 165, 165 und 165 mm. Machen wir mit dem Thema Umdrehung mal weiter. Weil wie schnell dreht sich das Sägeblatt, ist natürlich auch entscheidend für den einen oder anderen Anwendungsfall. Wir haben hier 4600 Umdrehungen. Wir haben hier bei DEWALT 5150 Umdrehungen. Wir haben bei Bosch 3400 Umdrehungen. Bei Festool haben wir 4500 Umdrehungen. Und bei Makita haben wir 5000 Umdrehungen. Der nächste interessante Fakt bei den Maschinen ist, haben sie einen Brushless-Motor oder eben nicht. Und hier im Test ist es so, durch Zufall stehen sie auch nebeneinander. Nur diese beiden Geräte haben einen Brushless-Motor, nämlich Makita und Festool. Die anderen Geräte hier haben keinen Brushless-Motor. Jetzt kommen wir zum Thema Winkelverstellung. Das heißt also, wenn wir hier mal schauen, in welchem Winkel können wir denn das Ganze hier einstellen? Von 0 Grad bis zu welchem Winkel? Und zwar haben wir hier eine Verstellmöglichkeit bis 50 Grad. Bei Metabo, bei DEWALT haben wir auch die Möglichkeit bis 50 Grad. Bei Bosch haben wir die Möglichkeit bis 45 Grad. Bei Festool auch bis 50 Grad und bei Makita auch bis 45 Grad. Jetzt habe ich euch genug gelangweilt mit den ganzen Zahlen. Jetzt möchte ich euch jedes Gerät im Detail vorstellen. Im Gegensatz zu Tauchsägen gibt es an diesen Maschinen ja in der Regel gar nicht so viel Verstellmöglichkeiten. Und fangen wir mit Makita mal an und schauen uns das Gerät mal im Detail an. Wir haben hier den Tisch und hier am Tisch sieht man schon, hier gibt es keine Möglichkeit, eine Führungsschiene zu benutzen. Finde ich sehr schade. Aber dafür gibt es im Zubehör hier diesen Anschlag. Den kann man einfach dort einsetzen. Und dann entsprechend hier das Ganze justieren oder arretieren. Das kann man übrigens rechts und links einsetzen, hier entsprechend festschrauben und dann sitzt das Ganze auch. Finde ich schon ganz gut gelöst, da kann man nichts sagen. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, den Winkel zu verstellen. Ja, hier sieht man auch bis 45 Grad das Ganze einstellbar. Dazu muss man hier den Hebel umlegen, muss man den hier lösen und schon kann man das Ganze schräg stellen auf einen beliebigen Winkel. Das wird hier auch schön angezeigt. Aber hier sieht man auch, jetzt auf 1 Grad genau wird es damit auf jeden Fall schwer. So, dann haben wir noch Folgendes, was man bedenken muss, ist das Thema Absaugung. Grundsätzlich, und das zeige ich euch bei jedem Gerät, weil das Thema Absaugung sehr schwierig ist bei diesen Geräten, weil wir hier ja im Gegensatz zu Tauchsägen diese Haube hier haben, um das Ganze zu schützen, vor allem euch auch zu schützen. So, jetzt haben wir Folgendes, wir haben hier die Absaugung und hier hinten, ich weiß nicht, ob da die Kamera das drauf kriegt, sieht man hier das Sägeblatt durch, ich hoffe vielleicht, ja, weiß ich nicht. Jetzt ist das Problem, ihr könnt euch das hier vorstellen, dass das Sägeblatt dreht sich so rum und schmeißt auch hier dann den Dreck entlang. Und das geht super, dass der Dreck hier rausgeschmissen wird und fliegt dann hier hinten raus. Und mit der Absaugung erst recht, das funktioniert richtig gut, bis Folgendes passiert. Und zwar schaut mal hier, diese Kappe hier, die ist hier unten geschlossen. Und wenn ich das Ganze hier einfahre, dann wird immer und immer mehr von dem Sägeblatt umschlossen und immer weniger Dreck kann hier raus transportiert werden. Das macht die Absaugung auf jeden Fall etwas ineffizienter. Ja, muss man beachten. Zumindest bei diesem Gerät ist das so. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, und zwar haben alle Sägen so einen Schnellstopp. Das heißt, wenn sie anlaufen, ich mache das auch mal, wenn sie anlaufen, dass sie relativ schnell wieder stoppen. Ich zeige euch auch gleich mal beim anderen Gerät den Unterschied zum Schnellstopp und zu ja, weniger Schnellstopp. So, dann vielleicht noch ein Detail, und zwar haben wir hier eine Akkuanzeige, ganz wichtig, um entsprechend zu wissen, wie voll der Akku geladen ist. Hier übrigens interessant, wird der Akku hier so längs eingesetzt, das finde ich ganz ganz interessant. Oder ist das quer? Ich verwechsel das immer, Entschuldigung. Ja, habt ihr hier die Möglichkeit, entsprechend das Sägeblatt zu wechseln, dazu müsst ihr hier diesen Knopf drücken. Und das war es auch schon hier an Einstellmöglichkeiten. Ach so, ganz wichtig, hätte ich fast vergessen, Höheneinstellung, dazu müsst ihr hier das Ganze lösen.
und könnt dann entsprechend hier die Höhe justieren, das Ganze feststellen und schon könnt ihr losarbeiten. Fangen wir mal mit Festool an und hier wird es ein bisschen länger dauern, denn das Gerät ist ein Alien, weil es so viele verschiedene Funktionen noch hat. Aber es ist auch ein Alien beim Preis. Fangen wir hier an beim Tisch. Und zwar haben wir hier unseren schönen Tisch und haben dort die Möglichkeit, Festool-Schienen zu benutzen und haben hier sogar die Möglichkeit, über diese kleinen Rädchen hier, die gehen aber auch schwer, kann man hier das Ganze noch fein justieren. Das heißt, man kann wirklich ganz genau auf die Schiene das Ganze einstellen hier mit dem Rädchen. So, jetzt machen wir weiter hier mit dem Verdeck hier, oder ich wollte schon Spaltkeil sagen, da kommen wir aber gleich noch dazu, nämlich im Sägeblattschutz. Wir haben hier einen Hebel, der ist gleich hier am Daumen dran und dann kann man hier den Sägeblattschutz mit dem Daumen hier wegbewegen. Finde ich sehr clever gelöst, aber man muss sagen, das ist ganz klar eine Rechtshändersäge. Für Linkshänder wird das Ganze hier überhaupt nicht benutzbar sein. Aber schauen wir mal weiter. Der Spaltkeil hat noch zwei ganz tolle Funktionen. Spaltkeil sage ich schon wieder, weil er halt dran ist. Der Sägeblattschutz hat hier einen eingebauten Spaltkeil. Und zwar, schaut mal, wenn ihr hier euch eine Linie vorstellt, wird Folgendes passieren. Er wird nur bis zu einem bestimmten Punkt eintauchen und hat hier noch eine gewisse spaltende Wirkung. Finde ich sehr interessant. Zumindest auch der einzige Spaltkeil, der aus Metall ist. So, jetzt nochmal eine wichtige Sache, und zwar seht ihr hier, das Ganze ist auch noch gelocht oder geschlitzt. Das ist dafür interessant, wenn das Ganze hier einfährt, dass die Absaugung, wenn das Ganze hier einfährt, dass die Absaugung hier noch gut funktioniert. Denn ihr könnt jetzt sehen, hier, wenn das hier hinten ist und ganz eingefahren ist zum Beispiel, dann wird trotzdem hier noch der Dreck raustransportiert. Was ich übrigens auch als Detail und interessant finde, ist das Ganze hier. Wenn man mal keine Absaugung benutzt, dann wird es von einem weggeworfen, also das Ganze hier. Oder man benutzt also die Absaugung und dann kann man das Ganze schön einstellen. So, weiter geht's. Hier noch eine ganz interessante Sache, und zwar haben wir hier den Akku, der hier eingesetzt ist. Hier hinten haben wir eine Akkuanzeige, aber das ist jetzt gar nicht das wichtige Thema, sondern der Akku hier hat Bluetooth. Jetzt sagt man sich, wozu brauchen Akku Bluetooth? Ist eigentlich Quatsch, oder? In dem Fall würde ich sagen, wenn man das entsprechende Absaugmobil hat, dann sendet der Akku ein Signal zum Mobil, schaltet es an und saugt dann entsprechend das ganze Gerät hier ab. Weil man möchte nicht ständig saugen, sondern nur, wenn das Gerät im Betrieb ist. Bei kabelgebundenen Geräten passiert das über das Kabel. Da detektiert das Absaugmobil, jetzt wird Strom gezogen, jetzt muss ich entsprechend noch absaugen. Das ist hier, gibt es ja kein Kabel mehr. Und dann geht das Ganze hier über den Akku. So, das ist das Ganze hier. Und jetzt wird's ganz verrückt. Nämlich, wir haben hier die Möglichkeit, die Tiefe zu justieren. Hier. Und zwar sehr, sehr genau, indem man Folgendes macht. Man drückt hier diese zwei Punkte oder diesen Hebel runter und dann kann man Folgendes machen und kann hier das Millimeter genau einstellen, wie tief man sägen möchte. Dann lässt man das los und hat hier auch für mit Führungsschiene und ohne Führungsschiene entsprechend die Tiefe jeweils. So, jetzt kann man sogar das ähnlich einer Tauchsäge benutzen. Ich möchte noch nicht sagen, dass das eine Tauchsäge ja ebenbürtig ist, aber man kann es ähnlich benutzen, nämlich man kann hier einen Schalter drücken. Jetzt Achtung, jetzt laut. Und zwar fährt dann die Säge ganz nach unten und dann kann man Folgendes machen. Dann kann man hier eintauchen bis zu der Tiefe, die ich eben hier eingestellt habe und kann dann sehr bequem arbeiten. Das heißt, man drückt hier auf den Hebel einfach und stellt hier eine andere Tiefe ein und schon hat man so eine halbe Tauchsäge. Finde ich eigentlich, ja, ganz interessant und ist mal was anderes. So, noch zwei wichtige Sachen, und zwar das Thema Winkelverstellung. Die erste Sache, hier einfach das Ganze lösen und schon kann man hier den Winkel entsprechend einstellen, hier bis 50 Grad. Man braucht auch nur die eine Seite hier lösen, eine zweite Schraube gibt's nicht. Und noch eine zweite Sache, die ganz interessant ist, und zwar der Sägeblattwechsel. Geht hier ziemlich einfach, man kann das Ganze hier auch lösen und dann wird hier das Blatt arretiert. So. Und dann kann man schon das Blatt wechseln und muss nicht nochmal extra was festhalten. Machen wir mit Bosch weiter und denkt dran, dieses Gerät wird heute verlost. Und hier ist es so, dass wir uns auch wieder den Tisch anschauen und schaut mal hier. Hier haben wir zwei interessante Besonderheiten. Nämlich hier könnt ihr die Bosch-Schiene benutzen, also die Führungsschiene von Bosch. Finde ich mega, dass es möglich ist, die Führungsschiene zu benutzen. Und richtig mega finde ich das hier, weil diese Führungsschiene wird euch spätestens hier an der Farbe bekannt vorkommen, oder? Weil die Farbe haben wir doch
eben schon mal gesehen, oder? Also ganz klar, das hier ist die Festool-Führungsschiene und das heißt, diese Handkreise hier kann ich auf beiden Führungsschienensystemen nutzen und das hier ist dieselbe Schiene übrigens auch wie bei Maffel und das hier ist auch dieselbe Schiene wie von Makita. Das heißt, wenn ihr eine von diesen Schienen habt, könnt ihr mit dieser Säge arbeiten. Gut, das war das hier unten. Ansonsten haben wir hier ganz klar, ganz klassisch den Sägeblattschutz. Ja, da ist ja auch nichts weiter gelocht, sodass auch bei der Absaugung nichts weiter zu beachten ist. Übrigens doch eine Kleinigkeit. Wenn ihr diesen Stutzen, wenn ihr grundsätzlich entscheidet, dass ihr eine Absaugung benutzen wollt, macht es hier wirklich Sinn, das anzuschließen. Wenn ihr nie mit einer Absaugung arbeitet, könnt ihr das auch abschrauben, dann werden die Sägespäne hier nach vorne ausgeworfen. Finde ich ein ganz kleines Detail, aber kann für den einen oder anderen wichtig sein. Witzig vielleicht auch. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, einfach den Winkel zu verstellen. Hier und hier lose drehen. Und schon können wir das Ganze hier stufenlos verstellen. Bis 45 Grad, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Okay. Dann hier wieder fest und festdrehen. Dann haben wir hier eigentlich nur noch zu erwähnen, dass wir, wo haben wir es jetzt? Ah, hier, genau. Dass wir hier die Arretierung haben für den Sägeblatt, für das Sägeblatt wechseln. Einfach hier drauf drücken, ähnlich wie bei Makita. Und jetzt können wir hier das Sägeblatt wechseln. Und natürlich das Wichtigste auch noch, das ist die Tiefenverstellung. Da haben wir hier einen Hebel, den können wir hier einfach lösen. Und dann können wir die Tiefe des Sägeblatts meinetwegen jetzt hier einstellen, festdrehen. Ich zeige es euch noch, dass es ein bisschen mehr ist. Festdrehen und schon haben wir hier die Höhe erreicht. Was ich fast vergessen hätte, zum Lieferumfang gehört auch dieser Anschlag, wenn ihr keine Führungsschiene habt oder nur mal schnell etwas auf eine bestimmte Länge ablenken wollt. Dann könnt ihr das Ganze hier einsetzen, von rechts oder von links, hier entsprechend arretieren und schon habt ihr die Möglichkeit, sehr einfach ein bestimmtes Maß halt abzuschneiden. Kommen wir zu DEWALT und schauen uns das hier mal an. Auch hier haben wir keine weiteren Besonderheiten, einen glatten Tisch. Hier ist nichts weiter zu beachten. Auch hier haben wir einen Anschlag mit dabei. Den finde ich langsam wirklich ein bisschen klein, aber auch hier können wir das Ganze einsetzen und entsprechend hier den Abstand natürlich bestimmen und dann relativ genau auch etwas ablenken. So, machen wir mal hier weiter. Sägeblattschutz, ganz klassisch, hier nicht weiter gelocht, ist aus Plaste, kann man hier entsprechend nach hinten stellen, nichts weiter groß zu beachten. Dann haben wir hier eine Besonderheit beim Thema Absaugung und zwar, schaut mal hier, also eigentlich ist normalerweise die Absaugung irgendwo im Bereich, wenn wir uns das mal anschauen, der schmeißt die Späne ja hier hin und die kommen hier wieder raus. Also er wird sie eigentlich so nach hinten, da hinten hinschmeißen, aber hier ist es so, dass die Absaugung hier an der Seite ist. Also das Gerät wird hier abgesaugt, dort an der Seite. Deswegen ist hier auch die Absaugung zu sehen. Und wie gut das funktioniert, das werden wir nachher noch sehen. So, dann haben wir hier die Arretierung für die Höhe, beziehungsweise die Justierung für die Höhe. Können wir einfach hier einstellen. Ja, umlegen, einstellen, fertig. Das Ganze ist übrigens immer bei allen hier so eine Klemmvorrichtung gewesen. Ja, das merkt man beim Benutzen. Ganz interessant, funktioniert super. Hier kann man auch ein bisschen was ablesen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das draufkriegt hier von der Seite. Hier kann man die Tiefe entsprechend auch ablesen. Aber die messen wir nachher noch. So, machen wir es wieder fest. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, den Winkel zu verstellen. Einfach hier einstellen. Ich finde es schön, dass es hier relativ fein gerastert ist. Ja, damit kann man doch relativ leicht auch einen relativ klaren Winkel entsprechend einstellen. Falls ihr übrigens eine Akkuanzeige sucht, findet ihr die direkt am Akku hier unten. Kann man also auch ablesen. Kommen wir zum letzten im Bunde und zwar der Metabo. Und hier beim Tisch sehen wir, dass wir verschiedene Führungsschienen hier benutzen können. Neben der Original Metabo Führungsschiene passt hier übrigens auch Festool, passt hier übrigens auch Makita, hier passt Maffel, hier passt Bosch und so weiter und so fort. Finde ich super. Eine Kleinigkeit, die ich vorhin auch bei Bosch vergessen habe, wenn man hier die Führungsschienen einsetzt, sowohl hier als auch wo auch immer, dann sieht man hier, sind keine Justierungen möglich. Das heißt, ihr habt hier keinen, im Gegensatz, ich zeige euch das nochmal, hier bei Festool, diese Schrauben hier fehlen bei der Maschine und fehlen hier auch bei Bosch. Das heißt, bei diesen beiden Maschinen ist es so, dass man zwar eine Führungsschiene nutzen kann,
aber man kann sie nicht so fein justieren, wie man das zum Beispiel von Tauchsägen kennt, wo man das ja wirklich auf ein Zehntel nochmal einstellen kann. Finde ich ein bisschen schade, aber ich meine, diese Maschinen sind ja auch nicht für Hochpräzisionen gearbeitet. Auch hier haben wir wieder einen Anschlag, diesmal im Vergleich zu DEWALT schon ein bisschen amtlicher, ein bisschen größer. Den können wir auch hier wieder einsetzen, können den entsprechend auch justieren und so weiter und so fort. Von rechts, von links, wie man das möchte. Dann haben wir hier den Seglatschutz. Hier haben wir auch keine Lochung. Das Ganze ist auch hier aus Plaster ausgearbeitet. Schiebt sich hier auch wieder vor die Absaugung. Hier, man sieht ja auch, wie weit das Ganze, welche Auswirkungen das hat. Wie gesagt, sehen wir noch nachher. Dann wollen wir jetzt den Winkel verstellen. Da haben wir hier eine Schraube, haben hier auch wieder eine Schraube und können das Ganze dann auf bis zu 50 Grad oder sogar noch ein bisschen da hinaus entsprechend verstellen. Wenn du das Sägeblatt wechseln möchtest, kannst du einfach diesen Hebel hier drücken und schon arretiert sich das Sägeblatt und man kann hier diese Schraube drehen. Bitte beachtet eine Sache, wenn ihr an das Sägeblatt rangeht, es wechseln wollt, bitte nehmt immer vorher den Akku raus. So, noch eine letzte Sache und zwar die Tiefe kann man hier mit diesem Hebel einstellen. Und dieser Hebel ist ein bisschen besonders, weil er anders funktioniert. Und zwar ist er sehr, sehr leichtgängig. Bei den anderen Sägen ist es so, dass man schon ein bisschen Kraft ausüben muss. Bei dem hier ist es so, dass es ganz, ganz, ganz einfach ist. Das kann ich quasi hier mit einem kleinen Finger, hier sieht man das auch, benutzen. Und das finde ich sehr angenehm. Ist auch eine etwas andere Logik. Funktioniert wirklich, wirklich gut. So, ich habe ja gerade erwähnt, welche Maschine auf die Führungsschiene passt. Und ich möchte es auch kurz zeigen. Wir haben hier das Gerät von Metabo und das passt hier, wie vorhin schon gesagt, wunderbar auf die Führungsschiene von Bosch. Es passt auch auf die Festool-Führungsschiene mit der anderen Rille hier und es passt auch auf die Makita-Schiene. Ich möchte noch mal kurz zeigen, wie es jetzt hier mit Festool ist. Festool selbst, das sieht man hier unten ja schon, passt auch erstmal nur auf die eigene Schiene. Da natürlich wunderbar. Und auch Bosch möchte ich mal zeigen. Hier haben wir die Kerbe für Bosch entsprechend. Das passt super auf die Bosch. Übrigens auch auf die Muffelschienen, weil die Bosch und die Muffelschienen ja identisch sind. Passt wunderbar drauf. Hier auch natürlich wunderbar auf die Festool-Schiene. Wie schön diese Farbe hier zusammenpasst. Ja, ein Träumchen. Und dann haben wir hier natürlich auch noch Makita, weil auch die beiden hier nahezu baugleich sind. Nachdem wir uns jetzt die Geräte im Detail angeguckt haben, bleibt eine Sache offen, nämlich das Thema Schnitttiefe. Und das messen wir jetzt nach. Hier sehen wir jetzt alle Schnitttiefen, die wir gemessen haben. Wir sind hier bei Metabo bei 58 mm, bei DEWALT bei 55, Makita 59, Bosch 57 und Festool auch 57. In Summe sind sie also ziemlich nah beieinander, wobei Makita hier am tiefsten gesägt hat. Was man übrigens auch noch sehen kann, wenn man jetzt so schaut, ist die Sägeblattbreite. Wir haben hier bei den meisten eine Breite von 1,7 bis 1,8 mm im Auslieferungszustand, außer bei Makita, hier sieht man den dünnsten Schnitt. Hier waren es 1,4 mm nur, die das Sägeblatt dick ist. Ich möchte noch ein kleines Detail zeigen, was aber durchaus relevant sein kann. Nämlich, wie lange braucht das Sägeblatt, um zu stoppeln, falls es vielleicht mal aus der Hand fällt oder irgendwas anderes passiert. Und es ist so, dass es eigentlich alle Geräte, bis auf Festool, die in derselben Geschwindigkeit das Sägeblatt stoppen. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Und ihr seht das hier am Finger vielleicht. Das ist extrem schnell, dass das Sägeblatt hier zum Stoppen kommt. Und das ist bei Bosch so, das ist bei Metabo so und so weiter. Außer bei Festool, hier dauert es im Verhältnis relativ lang. Diese Sägen können ja eine ganze Menge Dreck produzieren. Deswegen ist das Thema Absaugen durchaus wichtig. Und ich mache jetzt mal drei Schnitte ohne Absaugung, ohne alles, um euch mal zu zeigen, welche Menge an Dreck da nach hinten fliegen. Schaut mal, das ist die Menge an Dreck, die dabei jetzt hier entsteht. Und hier kann man schon wirklich, ja, das Ganze
ordentlich zusammenfassen. Und das ist echt viel. Jetzt könnte man sehen, wie viel Dreck da eigentlich entsteht und wie wichtig eine Absaugung hier durchaus sein kann. Übrigens, vielleicht spult ihr noch mal ein bisschen zurück und guckt euch das nochmal an. Und was man gut sehen kann, ist, wenn das Gerät anfängt einzutauchen und das hier noch nicht so weit nach vorne gezogen ist, dann kommt hier relativ viel hinten raus. Und ab dem Moment, wenn das hier relativ weit oben ist, dann blockiert das irgendwann und das, der ganze Dreck fällt nur noch nach unten, weil das hinten nicht mehr so richtig rauskommen kann. Natürlich nehme ich für den Test jetzt auch ein Akku-Absaugsystem hier von Bosch, den GAS18V10. Hier in der Version 2 und dazu habe ich gerade letztens hier auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch mal hier oben. Hier ist übrigens ein Adapter dabei, original von Bosch. Damit kann ich alle Sägen hier wunderbar absaugen, bis auf die DEWALT, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Hier sieht man schon den massiven Unterschied. Wir haben jetzt mit dem Bosch abgesaugt und die Maschine von eben ist ja eindeutig vergleichbar. Und hier sind nur noch ein paar Restkrümel, die er nicht mitgesaugt hat. Natürlich mache ich das Testfeld jetzt jedes Mal auch sauber. Auch hier bei Metabo sehen wir, dass kaum noch Dreck nicht aufgesaugt wurde. Auch hier bei Makita ist das Ergebnis sehr gut. Ich würde sogar sagen, es ist hier noch ein kleines bisschen besser. Hier bei Festool ist sehr wenig hier direkt unter der Fläche oder unter der Maschine hingefallen. Also da ist wirklich viel abgesaugt worden, aber dafür schon ein bisschen mehr dahin. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, würde ich sagen, ist die Festool zwar noch am besten, aber auch nicht so, dass es jetzt doppelt so gut war. Wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist die Absaugung hier anders. Und zwar saugt sie hier, ich versuche das mal ins Bild zu bekommen, saugt sie hier hinter dem Sägeblatt da unten ab. Und das ist jetzt das Ergebnis. Hier ist wirklich noch sehr viel Dreck auf dem Boden geblieben. Fast so, als wenn keine Absaugung dran wäre. Auch wenn ich bei DEWALT mit dem Schlauch kreativ werden musste, war doch die gesamte Leistung gegeben. Und hier muss ich sagen, ist da, ich glaube, der Absaugpunkt etwas ungünstig gewählt und deswegen war das Ergebnis hier nicht so gut. Von allen anderen vier Maschinen war das Ergebnis gar nicht so schlecht. Ich möchte euch mal was zeigen, und zwar, wie sinnvoll so eine Absaugung sein kann. Und zwar haben wir hier den Gesamtdreck, der auf dem Boden lag. Also von allen Schnitten ist das der Dreck, der auf dem Boden jetzt geblieben ist. Ja, also das ist das. Und jetzt zeige ich mal, was in der Maschine ist. Und zwar schauen wir mal hier schon mal rein. Das ist das, was in der Maschine ist, aber ich möchte euch das mal auch mal so demonstrieren. Das ist das, was in die Maschine gekommen ist. Wie am Anfang gesagt, ist es ja so, dass diese Sägen hier ein kompatibles Sägeblatt haben, bis auf Festool. Wir haben hier 165 mm Durchmesser und auch dieselbe Bohrung, sodass das wunderbar funktioniert. Und das möchte ich euch auch zeigen. Und zwar habe ich hier Sägeblätter von Bosch genommen, in dem Fall. Hier Spezialsägeblätter für Laminat und auch eines für Aluminium. Und beides werden wir jetzt mal sägen. Und das, was ich euch schon mal gezeigt hatte, ich hatte euch diese Sägeblätter schon mal vorgestellt. Das Video verlinke ich auch mal hier oben, weil damit schafft man mit derselben Akkuleistung mehr Schnitte. Ich möchte euch mal kurz zeigen, wie einfach so ein Sägeblattwechsel ist. Übrigens denkt dran immer, wenn ihr ans Sägeblatt rangeht, nehmt den Akku raus. So, also wir haben hier den einen Knopf, da müssen wir nur drauf drücken. So, und schon können wir hier, das Ganze ist jetzt arretiert und lose drehen. Und haben jetzt hier die Möglichkeit, relativ einfach so das Sägeblatt hier auch rauszunehmen. Ich will euch das jetzt mal hier in Echtzeit zeigen. So. Und raus ist es auch schon. Na. Und das neue rein. Der Vorteil vom neuen Blatt, das sieht man hier auch, das ist wesentlich dünner.
Ja, wir haben hier ein Sägeblattdurchmesser von nur 1,2 mm. So, jetzt wieder das Ganze rückwärts bauen und schon ist der Wechsel fertig. Wir haben ja gerade hier das Sägeblatt für Laminat eingespannt und jetzt schauen wir mal, wie sauber er sägt. Schaut mal, wie gut und sauber der Schnitt hier geworden ist. Da kann man sich fast dran schneiden. Wunderbar und ausrissfrei. Das zeige ich dir jetzt nochmal mit Makita. Auch mit Makita haben wir jetzt hier ein perfektes Ergebnis. Bitte denkt daran, keinen zu großen Vorschub zu geben, sonst könnte es doch ausreißen. Schaut mal hier, das hier ist Aluminium. Und zwar haben wir hier massives 4 mm starkes Aluminium. Und das werden wir jetzt mit dem Aluminiumblatt mal sägen. Das habt ihr gesehen, sogar 4 mm kann man ohne Probleme mit einer Handkreissäge schneiden. Natürlich auch noch mehr, aber 4 mm, das ist schon beachtlich. Ja? Und vorher haben wir hier schon gerätselt, hier alle, klappt das oder klappt das nicht? Oder wie fühlt sich das an? Und das fühlt sich eigentlich wie Holz an, nur dass die Späne ein bisschen, ich sag mal, massiver waren am Ende des Tages. So, bevor ich jetzt zu meinem Fazit komme und schaue das bitte unbedingt an, komme ich zu eurem Fazit, nämlich bitte stimmt mal hier oben ab, welche Maschine hat euch jetzt am besten gefallen? Fünf Möglichkeiten. Ich bin mega gespannt, was euer Favorit war. So, wieso stehen die Maschinen aber jetzt hier? Und zwar, weil ich der Meinung bin, wir haben hier eigentlich eine Zweiklassengesellschaft und hier teilt sich das Ganze. Denn hier haben wir Maschinen, die auf eine Führungsschiene laufen und die damit aus meiner Sicht auch etwas vielseitiger sind und die man ja genauer auch führen kann am Ende des Tages. Und hier haben wir zwei Maschinen, die man nicht mit Führungsschiene benutzen kann. Das ist so die eine Sache. Und wenn man jetzt hier sagen kann, okay, da die Maschinen sind allgemein vielseitiger, ist meine klare Empfehlung, welches Gerät würde ich jetzt nehmen, wäre Metabo oder Bosch. Einfach weil alle Maschinen in dem Bereich sehr gut gearbeitet haben und sehr gut jetzt, sie haben Laminat geschnitten, die haben Holz geschnitten und die haben Alu geschnitten. Das ist alles nicht das Problem, auch sehr dickes Holz, wie ihr gesehen habt. Und das Schnittergebnis und das Gefühl beim Sägen war eigentlich bei allen fast identisch. So, also würde ich sagen, okay, die beiden Geräte sind die preiswertesten hier im Test. Schaut mal unten nochmal einen ehrlichen Preisvergleich, da seht ihr genau, was sie aktuell kosten. So, sie sind die günstigsten und sie sind aber auf Schienen nutzbar. Also würde ich diese hier auf jeden Fall empfehlen und wenn ich eine kaufen würde, würde ich eine von den beiden hier nehmen. Jetzt aber die Frage, wie kommen die anderen drei Geräte hier noch miteinander klar? Beide hier sind super, halt ohne Führungsschiene, deswegen würde ich sie persönlich ausklammern. Wie verhält sich jetzt die Festool zu den anderen? Man muss sagen, dass die Festool, das hatte ich ja glaube ich vorhin schon gesagt, ist ein Alien hier in der ganzen Sache. Einfach, weil sie so viel mehr Funktion hat, beziehungsweise man sie auch viel genauer und besser einstellen kann. Jetzt müsst ihr euch aber die Frage stellen, muss ich das überhaupt bei einer Handkreissäge oder ist das nicht schon der Schritt zur Tauchsäge? Ja, denkt dran, Video hatten wir hier oben verlinkt. Also schau mal bei dem Thema Tauchsäge bei Festool, wenn du dich dafür interessierst, ob eher eine Tauchsäge etwas für dich ist. So, und jetzt möchte ich da aber nochmal auf das Thema Preis eingehen, denn lass uns mal die vollbestückten Geräte auch nochmal betrachten. Ich hatte ja vorhin die Solo-Preise genannt. Und hier sind wir bei Festool beim vollbestückten Gerät mit Lader und zwei 5 Ampere Akkus bei satten 700 Euro bei dem Set, das ich hier habe. So, wenn wir jetzt uns das mal anschauen, wenn wir jetzt hier Makita nehmen, nehmen da jeweils einen Akku plus, also zwei Akkus und noch einen Lader, dann sind wir hier beim Preis von so um die 350 Euro. Also bezahlen wir hier 350 Euro und das ist bei anderen hier ähnlich gegenüber 700 Euro. Und auch da musst du dir wieder die Frage stellen, nutzt du das mehr an Funktionen bei Festool oder eben nicht? In dem Sinne, das ist meine Meinung, würde ich jetzt sagen. Ich bin gespannt, was ihr abstimmt und ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.